Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Secret of Monkey Island mit dem Gecko-Climber. Wir haben uns in der letzten Folge hier, ein wenig vergaloppiert. Ich habe es mal kurz nachgeguckt und ehrlich gesagt wirklich nur die nächste Aktion gesucht, die uns weiterhilft. Und wir müssen tatsächlich hier rein und die Sache ist eigentlich gar nicht so schwierig, wie man meinen könnte, weil hier ist ja dieser tolle Schlüssel. Und wir haben ja, magnetischer Kompass. Mal kurz reingucken. When you set sail for good value, all winds blow towards stands. Warning: contains strong magnet which may interfere with other navigational equipment. Ja. Und das ist der Hinweis, den wir brauchen. Wenn wir jetzt nämlich den Kompass mit dem Schlüssel benutzen. Flup. Es ist unser Schlüssel. Yippie. So, und damit müssten wir jetzt doch eigentlich von... So, hier weiterkommen. Also mehr habe ich auch gar nicht nachgeguckt, muss ich dazu sagen. Und jetzt müssen wir doch hoffentlich damit die... Moment, erstmal untersuchen. It's a big ghostly looking key. Okay. So, können wir damit die Luke aufmachen? Hey! Ratten. Oh, ein Teller. Der ist doch immer schön. I'm not gonna pick that up. It's covered with rat slobber. Igitt. So, da ist eine tote Ratte. That's the biggest ghost rat I've ever seen. Okay, nicht die zweitgrößte. Na gut, auf der anderen Seite so viele Geisterratten hat man ja auch nicht gesehen. So, können wir die einsacken? I'm not going near that monster rat. Yikes! I hate rats. Huh, okay. Mag die vielleicht reden? I'm not going near that monster rat. Willst du was zum Spielen haben? That's refreshing. Gut, dann halt nicht. That doesn't seem to work. Okay, I'm not going near that monster rat. Ich hätte jetzt gern ein bisschen Käse oder sowas oder was zu futtern, aber wie ich merke gerade, dass unsere Vorräte ziemlich am Ende sind. Oh, Pfefferminz. I don't think he wants that. Na gut, vielleicht lieber. What a cute little skull. Nein, ich will die eigentlich... Gib Schädel an Ratte. I don't think he wants that. Was mag er dann? I don't think he wants that. So. It's an empty dish. Ja, und? Jetzt haben wir natürlich... Das ist eigentlich... Frittierfett. Ah, damit könnten wir die, Dingens, wie heißt's? Die Tür hinkriegen. Jetzt müssen wir der Ratte nur irgendwas geben, was ihr gefällt. Können wir die vielleicht erschrecken mit dem F-Klammernentferner? I don't think he wants that. Vielleicht damit benutzen. No staples to be removed. Na gut. Feuerstein. Nothing to look at here. Vielleicht mag die Ratte ja durchs Fernrohr gucken. Nö. Ist eh eine dämliche Idee. Ja, toll. So, das hilft uns jetzt immer noch nicht weiter. Wir haben immer noch nichts, was uns da jetzt irgendwie helfen könnte. It doesn't seem to open. Ja. It looks sound asleep. Wie soll man da jetzt bitte rankommen? Thank you.
can't find a ticklish spot on his body. Ratten mögen doch eigentlich Käse. Das geht auch nicht. Nee. Was sind wir jetzt eigentlich hier mit dem Geister? Gross, look at the meat. Gross, look at the meat. So, können wir das nehmen? I can't pick that up. So, toll! Vielleicht dann doch die Feder mit Ratte? I'm not going near that monster rat. Hack! It's called How to Arm Yourself in Sea Battle. Ja, vielleicht mag sie das ja. I don't think he wants that. So, wenn ich jetzt die Kette nochmal abnehme. It wouldn't be a good idea to take this off here. Vielleicht mag sie ja den Kopf vom Navigator. I don't think he wants that. Kein Kopf des Navigators. Den Schädel wollte sie auch nicht. Yikes! I hate rats. Kann ich den Teller vielleicht schieben? I can't move it. Ach komm, ich bitte dich. Ah, warte mal, vielleicht kann ich ja das Schießpulver auf den Teller packen. I don't think that's a good idea. Oder irgendwas anderes Tolles. I think that's a good idea. Okay. Irgendwas zu mampfen brauchen wir für die, so wie es ausschaut. Ja, die sieht aus, als wäre sie ziemlich pissig drauf im Moment gerade. Hier gibt es nur die Leiter. Das gibt es doch. Moment. War das hier nicht, Das sah so aus, als würde es da oben die, die Dingens geben. Hm. Okay. Können wir nochmal das Huhn einsacken? Vielleicht können wir jetzt das Huhn doch schieben? Nö. Ich hätte gern das, was das Schwein da futtert. Tja. Ist schon ein tolles Schiff da jetzt so mit den, It's a big, ghostly looking key. Ich hätte jetzt halt ganz gern die Flasche irgendwie, aber ich weiß immer noch nicht genau, wie man da rankommen soll. Feder mit Flasche? I can't get it away from him. I can't find a ticklish spot on his body. Kann ich mir die Decke irgendwie wegziehen? Nö, warum auch? So, der hat aber auch noch Grog. Gehen wir nochmal zurück zu dem guten Lechup und schauen mal, wie das dann da weitergeht. So, können wir jetzt vielleicht den Schlüssel aufs Bett legen? This key doesn't seem to fit in there. Oder passt der vielleicht sogar auch noch auf die, auf die Truhe da unten. Ich weiß es jetzt gerade nicht. This key doesn't seem to fit in there. Na toll. So, wir brauchen den Grog wahrscheinlich, um das Schwein, um die Ratte betrunken zu machen. So.
So, und wie soll man da rankommen hier über die Entfernung? I'm not sure, but I think it's pointing towards Melee Island. I'm not sure, but I think it's pointing towards Melee Island. Toll. So, und wie soll ich jetzt da bitte rankommen? Der Typ ist mir echt ein bisschen suspekt. Kanonenkugel mit Flasche. I can't get it away from him. Oh Mann, ey. Mit dem Typ muss man doch irgendwas machen können, dass man da rankommt an das Scheißzeug. Der geht mir so langsam echt auf den Sack. Kann ich mit dem... Nö, reden kann man mit dem natürlich nicht. So, schieben. I can't move it. Das haben wir alles schon ausprobiert. Das gibt es doch nicht. Okay, wie wir da reinkommen, wissen wir so grob. Jetzt müssen wir nur noch rauskriegen, wie wir da jetzt weitergehen könnte. Ich habe das Gefühl, dass es hier weitergeht. Ich weiß nur nicht genau, wie. Hat die Füße, dann können wir von dem können wir auch nichts machen. Haben wir irgendwas Tolles? Nee. Ja. Grog, grog, grog. Mir fällt gerade echt nicht viel ein. Können wir das machen? I can't whip that out in here. That doesn't seem to work. Ja, gut, okay. So. Dass der nicht kitzlig ist an irgendwelchen Stellen. Also zumindest mal so unter der Nase müsste es doch funktionieren. Hei, hei. Ich habe keinen Bock, schon wieder zu gucken, wie es jetzt hier weitergeht. Weil ich meine, ab hier ist es dann relativ klar, aber, oh Mann! That doesn't seem to work. Ja, der weiß noch gar nicht, was ich mit dem Schädel vorhab. Mensch, ins Kinder nochmal. So. Was machen wir jetzt? Schießpulver, Kanonenkugel und Feuerstein. Even ghost feet smell. Mhm. Moment, jetzt muss. Kann man das jetzt nicht? Moment, den hier mit. Okay. Wieso funktioniert das jetzt auf einmal? Gut. Warum auch immer das jetzt geklappt hat. Keine Ahnung. Der Grog ist jedenfalls mein. Gut, der Rest sollte jetzt ja relativ einfach sein. So, Kumpel. Oder nee, bevor wir das jetzt benutzen, möchte ich gerne erstmal gucken. It's a bottle of ghost grog. Ja, sehr guter Jahrgang und so. So, Ratte. Guten wünsche ich. So, jetzt gehen wir mal geschwind vorbei und krallen uns ein bisschen was von dem tollen Frittierfett. It's all over my hands. Das sieht jetzt aber... Oha, halt jegliches. It's all over my hands. Sieht nicht sehr gesund aus. Oh. Moment. Jetzt ist sie weg. Okay, ich glaube, der Grog hat der Ratte hier nicht so besonders gut bekommen. So. Okay, und jetzt benutzen wir mal die... Boah,
Den Fettklumpen mit der Tür? This should stop it from squeaking. Sehr schön. Ha ha ha. Okay. Wo sind wir jetzt? Ah ja, Geisterwerkzeuge. They're glowing ghost tools. Okay, die sacken wir jetzt nochmal direkt ein. Oh, good, more inventory. Gut, was machen wir mit der Wache hier? He's asleep. Was tun wir, damit der am Schlafen bleibt? Können wir irgendwas tun? Benutze Grog mit Geisterwache. I think I'd rather save it. Okay, dann vielleicht die Werkzeuge. Oder Moment, erstmal sollten wir uns die Werkzeuge mal angucken. They're glowing ghost tools. Okay. Benutze Geisterwerkzeuge mit Schloss. I can't get to it. That big ghost's in the way. Hm. Vielleicht können wir damit auch die tolle Truhe unten im Keller aufmachen. Das wäre auch eine Idee. Das probieren wir jetzt mal als erstes. Vielleicht funktioniert das ja, dass wir jetzt die tolle Wurzel da drinne kriegen. So. This should do it. Echt? Yay. Cool. Komm schon. Ha. So. Nein, ich will nehmen. I can't pick that up. Dann guck halt noch mal rein. I'll just grab this old root and be on my way. So, okay, die will ich mir jetzt erstmal angucken, bevor wir hier verschwinden. It's twisted and dried up and not very impressive looking. Okay. Riecht nach Malz. Gut, dann werden wir jetzt wohl erstmal dieses super mega geile Elixier brauchen. Und dann mal gucken, ob wir die Gouverneurin noch irgendwie retten können. Puff, okay. Ich hätte es nicht gedacht. A long walk, a brief row and a short hike later. Hallöchen. I did it. I got the root. Wow. Look, he's not kidding. Here it is. He's not such a wimp after all. Come on, let's go make the brew of the fermented root. Yay. Wait here. We'll be right back. Sehr schön. Okay. Hallo, dreiköpfige Affe. Tja. Ja. I'd love to have you stuff. I'd make a fortune. Lecker, lecker. So. There it is. Cool. One squirt of that stuff and the ectoplasm really hits the fan. And if you have any left over, it's delicious with a little vanilla ice cream. Good luck. Dankeschön. Thanks. So, was haben wir denn Hübsches? Untersuche Malzbierflasche. Alter, das ist doch mal was. With some carbonated fluid. Okay, dann wird es Zeit, dass wir in der nächsten Folge den ollen Geistern mal ein bisschen die Hölle heiß machen. Hahaha, Wortspiel und so. Na gut. Okay, dann würde ich einfach mal sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!